ein Wärter hat am längsten gewartet. Na, langsam. So ist fein. Stell dir noch vor, das sind deine Knochen, die hier zermalmt werden. Hallo und herzlich willkommen, unbekannte Sicht, zum Wochenvlog aus dem Badezimmer. Warum? Weil ich mich gerade aufgerafft habe und mich gerade ein bisschen zurecht mache, weil wir heute nochmal Fotos machen gehen vom 9. Monat. Da habe ich nämlich noch keins. Und ich hätte gerne was Weihnachtliches, deswegen müssen wir nämlich rausgehen. Und ich style mich gerade so ein bisschen. Und damit ich das jetzt nicht alles noch im Nachhinein machen muss und es dann dunkel ist, quatsche ich einfach kurz, während ich mich style in die Linse. Ja, wie gesagt, ein bisschen ungewohnt. Ich werde hier noch zum Schminkprofi. YouTuber, whatever. Nein, werde ich nicht. Genau, also wie gesagt, ich habe ja noch kein Foto für den 9. Monat. Und das hätte ich aber noch sehr gerne, bevor das Pinselbibi kommt. Und deswegen machen wir da heute mal los, weil die Tanne auf dem Striezelmarkt ja noch steht. Weihnachtsmarkt findet ja nicht statt. Aber die Tanne auf dem Striezelmarkt steht und wir haben ja keinen Weihnachtsbaum. Ich halte das halt irgendwie nicht für sinnvoll für uns zwei und wir sind ja Weihnachten. Geht jetzt ernsthaft wieder Luft rein, wenn ich einmal im Bad bin? Oh, super nervig. Also, was ich sagen wollte, wir haben ja keinen Weihnachtsbaum, weil ich das halt nicht für so sinnvoll halte, wenn man zu zweit ist und wir zu Weihnachten immer bei den Eltern oder Schwiegereltern sind. Und die haben einen Weihnachtsbaum und ja, mit Kind wird das dann wahrscheinlich was anderes. Aber ja, für uns zu zweit alleine brauche ich jetzt keinen Weihnachtsbaum. Wie dem auch sei. Aber ich hätte eigentlich gerne als letztes Foto, dadurch, dass es ja ein Weihnachtsbaby ist, gerne ein Weihnachtsbild gehabt. Und hatte erst überlegt, ob ich das irgendwie mit der Innenbeleuchtung mache. Aber ja, keine Ahnung. Dafür haben wir auch einfach viel zu wenig Lichterketten und ich wollte aber jetzt auch nicht nur für das Foto Lichterketten holen und ach, keine Ahnung. Deswegen habe ich gedacht, naja gut, dann gehen wir einfach los und machen das Foto dann auf dem Striezelmarkt, auch wenn der Weihnachtsmarkt natürlich nicht stattfindet. Aber die Tanne steht, die ist beleuchtet und vielleicht kann man die dann irgendwie als schönen Hintergrund benutzen. Dann versuchen wir das heute mal. Ich habe zwar heute eigentlich nicht so einen guten Tag, aber heute ist es nicht ganz so kalt. Wir haben irgendwie 6 Grad oder so. Dann nutzen wir das einfach mal. Und wenn es nicht so wird, wie ich es gerne hätte, dann kann ich immer noch was zu Hause machen. Aber das würde ich nämlich schon schade finden, wenn ich jetzt mein letztes Foto nicht hätte. Aus den letzten Wochen nochmal irgendwie. Und nehmen wir die Hunde mit. Das wird jetzt aber auch wieder ein Bild ohne Pinselman, weil er das Foto machen muss. Aber so habe ich halt Entwicklungsfotos vom Babybauch. Wann habe ich denn angefangen? Ich glaube im 3. Monat, in der 12. Woche habe ich mein erstes Foto gemacht. Und die anderen 2 Monate habe ich nicht, aber da hat man eh nichts gesehen. Von daher ist das nicht so schlimm. Aber sonst habe ich von jedem Monat ein Foto. Ja, sonst wie gesagt, heute jetzt nicht so ein guter Tag. Aber heute wieder einen sehr, sehr festen Bauch. Der zieht und kniept, aber es geht schon. Ich glaube, wenn man dann sich gar nicht mehr bewegt, ist das halt auch nicht so förderlich. Aber Pinselman war heute Morgen schon mit den Hunden draußen.
Übrigens klappt das jetzt schon viel besser. Ich mache mir jetzt schon gar keine Gedanken mehr. Komme damit also jetzt schon wieder sehr gut klar. Es war wirklich nur am Anfang. Wie ich schon sagte, das ist einfach eine Gewöhnungsfrage. Und wenn man dann sieht, dass es klappt, macht man sich da auch keine Gedanken mehr. So, gut. Jetzt mal schnell die Haare und dann düsen wir los. So, wir haben es rausgeschafft. Ich muss aber heute wieder im Bachelor-Style unterwegs sein. Und die Anila darf heute auch am Geschirr ziehen. Ich habe heute keine Lust auf Leinführigkeit. Naja, hoffentlich bekommen wir wenigstens schöne Fotos und es sind dann hoffentlich nicht so viele Leute gleich. Nein, die Abby ist abhanden gekommen. Ja. Hier ist schön. Ne? Mich einer bestimmten Person sehr verbunden. Maria. So ungefähr sieht mein Bauch auch aus. Lila. Moment. Wo sind? Oh, ich muss mich befreien. Lila, komm her. Wir sind Bauchfreunde. Maria und ich. Wie kommst du mal bitte? Pinkelt gerade die lege ich in der Horizontalen. Also, keine Ahnung, was heute los ist. Die Cat wird jetzt die ganze Zeit schreien, weil drüben Futter gemacht wird für die Viechers. Ja, ich weiß es nicht. Ich liege hier, mir zieht's alles zusammen unten. Mir zieht's alles zusammen unten im Bauch. Keine Ahnung, ob das jetzt vielleicht Senkwehen sind, ich weiß es nicht, ob es überhaupt Wehen sind, keine Ahnung, aber es kommt in Schüben und deswegen, ja, könnte sein. Und das hatte ich jetzt beim Fotografieren auch zwischendrin, dass ich kurz, also auch beim Laufen, dass wir kurz anhalten mussten, weil alles so verkrampft war und ich erstmal atmen musste und warten musste, dass es sich entkrampft, damit ich weiterlaufen kann. Ei, ei, ei. Und nun liege ich hier. Naja, schauen wir mal. Morgen ist ja Termin bei der Hebamme. Rein theoretisch. Gott, jetzt musste ich kurz unterbrechen. Oh, nee. Katze. Auf jeden Fall regt mich gerade alles auf. Diese Tiere, die super Hunger haben und die ganze Zeit nur ans Fressen denken, es regt mich einfach nur auf. Aber ich denke halt, dass das wahrscheinlich jetzt eher entweder Übungswehen sind oder Senkwehen oder keine Ahnung. Aber ja, ich würde schon sagen, dass das welche sind. So, schubweise.
Vielleicht hätte ich doch nicht heute das Bild noch angehen sollen. Ja, ich werde befreit. Ja, keine Ahnung jedenfalls. Vielleicht war das Laufen doch zu viel. Ich weiß es nicht. Naja, da bin ich heute wohl erstmal raus. Morgen ist Termin bei der Hebamme. Die wird mir sagen, was das ist.